Religion kann man das fast schon fassen. Und so gibt es auf der Welt fast jeden Tag ein Schlachtfest. Klar, es ist wichtig, dass man sein Land liebt. Aber wenn man sein Land liebt, warum will man dann Krieg? Dem einen wird das Paradies versprochen und dann zieht er gleich mit ein paar Bomben im Kampf. Er versteht nicht, dass er nur ein Instrument ist. Was ihn dazu bewegt, ist uns nicht verständlich. Ob Frankreich oder Belgien, das Muster ist gleich. Wir müssen aufpassen, denn der Boden um uns wird heiß. Anschläge schüren den fremden Hass und sind für den IS nützlich, da er die Angst so lenken kann. Terror folgt aus Unmut und Hass, fängt im Untergrund an. Und wie sieht meistens die Schutzlosen an? Wir dürfen davor nicht die Augen verschließen, denn verstecken heißt auch nur verlieren. Sammelaufen von Mara, verbreitet diesen Track. Die IS sind viel Leben und viele sehen weg. Doch gemeinsam sind wir stark, wir können was bewegen. Und sonst erkippt dann später diese Welt doch mit Belegen. Das ist ein Aufruf von alle, verbreitet diesen Track. Die ISIS nimmt viel Leben und viele sehen weg. Doch gemeinsam sind wir stark, wir können was bewegen. Und unser Kids kann später diese Welt doch miterleben. Terror, wo wir stehen, Terror, wohin wir gehen. Wie sollen unsere Kids das jemals verstehen? Angst und Schrecken wird leider ihre Jugend, weil der Terror auf der Welt leider nur noch Blut bringt. Freunde sind am Sterben, Familien sind entzweit. Niemand ist mehr da, der uns von unserer Angst befreit. Die Welt, wie wir sie kannten, ist leider kaputt. Die wunderschöne Welt, fast nur noch Trümmer, Staub und Schmutz. Die Welt steht Kopf und wir können es gar nicht fassen. Und hinten fing es eben an, richtig laut zu krachen. Die Menschen sind in Panik, sie schreien laut vor Angst. Traurig, was der Terror mit dem Menschen stellen kann. Doch nicht nur hier, die ganze Welt ist Opfer eines Attentats. Ob Thailand, Türkei, USA oder Afghanistan. Wieso sind manche Menschen zu so einer Tat bereit? Noch nie gab's so viele Anschläge wie in der letzten Zeit. Panik macht sich breit und nichts ist wie es war. Jeden Tag was Neues im Nachrichtenkanal. Die Menschen sind schockiert, wo führt das alles hin? Sie denken an die Zukunft und die von ihrem Kind. Der Glaube an das Gute ist schon gänzlich erblasst. Mit jeder weiteren Tat führt es immer mehr zum Fremdenhass. Die Leute sind schon panisch, ich sehe es in ihren Augen. Merkel sagt, wir schaffen das, wie sollen wir ihr glauben? Aufruf von Mara, verbreitet diesen Track. Die ISIS nimmt viel Leben und viele sehen weg. Doch gemeinsam sind wir stark, wir können was bewegen. Und unsere Kids dann später diese Welt doch mit erleben. Das ist ein Aufruf von Mara, verbreitet diesen Track. Die ISIS nimmt viel Leben und viele sehen weg. Doch gemeinsam sind wir stark, wir können was bewegen. Und unsere Kids können später diese Welt doch mit erleben.